Hallo, mein Name ist Claudio Schiesl, aka Sivic. Willkommen auf dem Innenpolitik-Channel auf Facebook und auf YouTube. Normalerweise berichte ich ja vor allem über die Dinge, die abseits der Tagespolitik passieren. Heute ist es anders. Ich bin direkt im Geschehen. Vor wenigen Minuten ist der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz abgewählt worden. Der Nationalrat hat ihm das Vertrauen entzogen. Im Hintergrund hört man gerade und kann man sehen, sie hält gerade eine Rede in der schon nächsten Sitzung. Wir befinden uns eine Sitzung danach. Die Regierung musste geschlossen den Nationalrat verlassen. Und wir sehen derzeit eigentlich bis zu einer gewissen Art ungewissen Zukunft entgegen. Weil wir jetzt Neuwahlen und wir wissen aktuell absolut nicht, wie die neue Bundesregierung ausschaut oder die Expertenregierung, von der jetzt in den letzten Tagen die Rede war. Sebastian Kurz war sehr angespannt, die Spannung, die er sich gibt, liegt hier in diesem Saal, durchaus in der Luft. Der Redutensaal war ja schon einmal vor fast 200 Jahren, mehr als 200 Jahren. Ein sehr ausschlaggebender Raum am Wiener Kongress und diese Sphäre, diese Wave, könnte man das sagen, ist bis heute geblieben. Hier wird heute wirklich Politik gemacht, hier wird debattiert, diskutiert und auch entschieden. Und die Neuwahlen, die sind jetzt fix, an denen geht nichts mehr vorbei. Und wir haben auch die Situation, dass jetzt zum ersten Mal in die Expertenregierung kommt. Eine Regierung neu und das Sebastian Kurz noch einmal entstehen könnte. Oder eine andere Koalition, da gibt es ja durchaus schon mal gedacht, dass wenn die Wahlen einen Vorschlag macht an den Bundespräsidenten von der Bellen, dass sie als Vorsitzender der Sozialdemokratie gemeinsam mit der FDP noch eine kurzfristige Koalition von 3 Monaten machen könnte. Sei mal dahingestellt, grundsätzlich gilt es ja von allen, dass man eher eine Expertenregierung oder eine Beamtenregierung, wie man es so fachschulwortkonferenz benennt, bestimmt. Man wird es jedenfalls sehen. Innenpolitik meldet sich heute nochmal. Es wird noch heiß, es wird heute noch sehr effizient, glaube ich, weil jetzt geht es zack, zack, zack von einem Punkt zum anderen. Und jetzt greift natürlich die Bundesverfassung in allen ihren Konsequenzen und in allen ihren Regeln. So, der Kollege hat sich einmal kurz gefängt. Ja, die Reihen haben sich etwas gelichtet. Ich zeige mal kurz, was da jetzt noch los ist. Dann brauchen wir eine Straftat gestartet, illegale Parteien zu finden. Vielleicht ist das die einzige Sprache, die Herrschaft zu verstehen. Wir brauchen natürlich ein Parteigesetz. Ja, wir werden schauen, was sie halt jetzt schlussendlich auch weiter entscheiden. Es gibt das Spiel der freien Kräfte, das Parlament liest, könnte man sagen. Inside Politics, mehr als Tagespolitik, wir melden uns später noch. Viel Spaß und Jobschütze in Österreich und oder sowieso. In dem Sinne, CEO, Inside Politics, mehr als Tagespolitik.